herzlich willkommen zum Webinar zum Thema Wissenstransfer und Einführung eines Open Access Publikationsworkflows für akademische Bücher. Wir möchten Ihnen mit diesem Webinar einen entwickelten, nachhaltigen und allgemeingültigen State-of-the-Art-Workflow zur Herstellung und Verbreitung von Open Access Monographien vorstellen. Dieser Workflow ermöglicht es Hochschulen und Universitäten, bei größtmöglicher Verbreitung, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit eigene Forschungsarbeiten und Graduierungsschriften in digitaler Form als Open Access und als gedrucktes Buch zu veröffentlichen. Das Webinar soll Ihnen einen Einblick in den Open Access Publikationsworkflow geben und darüber hinaus Grundlagen vermitteln, sowie die Vorgehensweise und Werkzeuge zur Workflow-Analyse und Modellierung vermitteln. Durch das Webinar begleiten wird Sie Herr Prof. Dr. Michael Reiche, David Böhm und Diana Tillmann. Wir sind im Forschungsprojekt Open Access Strukturierte Kommunikation oder auch kurz OA Struktkom tätig, welches an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur durchgeführt wird. Das Forschungsprojekt sieht sich in der Nachfolge des 2020 abgeschlossenen Projektes Open Access Hochschulverlag, bei dem der Publikationsworkflow entwickelt und vielfach erprobt wurde. Unsere Projektziele und Themenschwerpunkte finden Sie auf unserer Forschungswebsite, welche Sie über den eingeblendeten QR-Code erreichen. Ich möchte noch ein paar Worte zu den Besonderheiten des Webinars sagen. Das Webinar wurde im Vorfeld aufgezeichnet. Die Vortragenden sind heute live zugeschaltet. Das heißt, Fragen können jederzeit sehr gern im Chat gestellt werden und wir beantworten diese. Darüber hinaus werden wir am Ende des Webinars ein Dokument mit häufig gestellten Fragen zur Verfügung stellen. Für konkrete Fragen, welche den Workflow Ihres Verlages, Ihrer Bibliothek oder Ihrer Institution betreffen, bieten wir individualisierte Schulungen an, wo diese Fragen ausführlich diskutiert werden können. Weiterhin zeigen wir Ihnen in der Schulung, wie Sie Ihre Workflows für die Herstellung von Open Access Publikationen analysieren und Schwachstellen identifizieren können. Bevor wir nun starten, möchte ich Ihnen die Agenda des Webinars vorstellen. Wir beginnen mit einer Einführung in den Publikationsworkflow. Dazu wird Herr Professor Reiche die theoretischen Hintergründe beleuchten. Im Anschluss daran stellt Herr Böhm die Grundlagen des Open Access Publikationsworkflows vor. Nach dieser Einführung wird anhand eines Beispiels die Workflow-Modellierung näher betrachtet. Und zum Schluss erfolgt ein kleiner Ausblick. Damit übergebe ich nun an Herrn Professor Reiche, der mit der Einführung in das Workflow-Modell startet. Ja, meine Damen und Herren, es geht eigentlich immer um Kommunikation. Und auch wenn wir über Workflow-Modelle sprechen, sprechen wir eigentlich darüber, dass die verschiedenen Mitspieler am Projekt, nämlich die Auftraggeber und die Auftragnehmer, die Hochschulbibliotheken und die Dienstleister zuerst einmal eine eindeutige Kommunikation über ihren Workflow etablieren müssen, bevor dieser Workflow dann später mal in einer technischen Ausstattung aufgebaut werden wird. Ich möchte einen kleinen Exkurs mit Ihnen machen, damit wir in das Thema hineinkommen. Dazu möchte ich ganz kurz nochmal auf das allgemeine Kommunikationsmodell eingehen. Die meisten von Ihnen kennen das. Um kommunizieren zu können, brauchen wir auf der einen Seite einen Sender, auf der anderen Seite einen Empfänger. Diese können wir uns als Menschen denken, zwei Menschen, die miteinander in Dialog treten und miteinander sprechen, sich austauschen. Wir können das aber genauso als Maschinen denken, Maschinen im Sinne von Computern, die Daten miteinander austauschen. Für alle diese Kommunikationspartner gelten die gleichen Bedingungen, nämlich, dass der Empfänger ein Kommunikationsbedürfnis hat. Das heißt, er hat eine Mitteilung, die er gern entweder an einen oder an viele Kommunikationspartner weitergeben möchte. Und diese Kommunikationsnotwendigkeit muss er, um sie transportieren zu können, verschlüsseln. Das heißt also, er muss sie kodieren, in einen Code umsetzen. In der menschlichen Kommunikation wäre dieser Code die menschliche Sprache. So wie ich jetzt mit Ihnen kommuniziere, verschlüssele ich die Gedanken, die ich transportieren möchte, in deutsche Sprache und übertrage sie über ein elektronisches Medium
zu Ihnen und der Kommunikationspartner, der Sender, der Empfänger auf der anderen Seite natürlich, der muss in der Lage sein, diesen Code zu entschlüsseln. Wenn wir also auf dieser Ebene uns erstmal aufhalten, bedürfen wir eine ganze Menge an Randbedingungen, damit die Kommunikation auch funktioniert. Da könnte man sehr, sehr lange darüber sprechen, über kollektives Bewusstsein. Das heißt also, dass wir uns in einer gleichen gesellschaftlichen Umgebung bewegen, deren Randbedingungen wir kennen, die unsere Kommunikation beeinflusst, bis hin zu archaischem Wissen. Das heißt also zum Beispiel Kommunikation über Farben oder ähnliche Dinge. Aber das würde jetzt zu weit führen. Wichtig ist für unsere Problemstellung, für unser Problemfeld, dass wir allgemeine verbindliche Symboliken benutzen. Die Grundlage der Kommunikation, die wir gerade miteinander betreiben, ist die Nutzung allgemeiner Symbolik. Das heißt also, ich benutze die deutsche Sprache und gehe davon aus, dass Sie die deutsche Sprache auch beherrschen. Wir benutzen die deutsche Sprache als in der Sprachform als auch in der schriftlichen Form, und zwar verschlüsselt durch das lateinische Alphabet. Das ist das, warum Sie die Folie, die gleichzeitig eingeblendet wird, auch erschließen können. Das heißt, wir müssen einen gemeinsamen Code finden, eine gemeinsame Codierung, in der der eine Kommunikationsteilnehmer, nämlich der Sender, seine Botschaft verschlüsselt und der andere Kommunikationsteilnehmer, der Empfänger, muss in der Lage sein, diesen Code zu entschlüsseln. Und wenn wir diese Randbedingungen nicht erfüllen, und das ist das große Problem, dann kommt es zu Missverständnissen in der Kommunikation. Das Workflow-Modell, das wir entwickelt haben und das dann später vorgestellt werden soll, ist eine solche Möglichkeit, Ideen eindeutig zu kodieren und zu dekodieren. Das heißt, eine Kommunikation zwischen dem, der einen Workflow aufbauen möchte, nämlich die Hochschulbibliothek, der Hochschulverlag, und denjenigen, die Ihnen technisch dabei helfen wollen, nämlich die Dienstleister, Satzdienstleister, Zulieferer von Technik oder Ähnlichem, sozusagen die gleiche Sprache zu sprechen. Das heißt also, die Abläufe so zu kommunizieren, dass beide Seiten sie richtig und auch gleich verstehen, sodass dann später im Betrieb, nämlich dann, wenn die Open Access Publikationen erstellt werden sollen, und zwar heutzutage mit möglichst wenig Aufwand, sondern mit einem hohen Automatisierungsgrad, möglichst wenig Reibungsstellen auftreten. Konsequenterweise muss man jetzt noch sagen, der Code muss natürlich auch zum Empfänger kommen. Dazu ist natürlich notwendig, auch die beiden anderen Komponenten für einen Workflow einzuführen. Der Code, der durch den Sender erzeugt wird, muss natürlich auch zum Empfänger transportiert werden. Und dafür wird er auf einen Container oder in einen Container eingebracht oder auf einen Container aufgeprägt. Und der Container in der menschlichen Kommunikation zwischen zwei Menschen, die in einem Raum stehen, wäre dann die Luft, auf dem sozusagen der Code kodiert in Schwingungen aufgeprägt wird und mit genug Energie zum Empfänger transportiert wird. In der schriftlichen Kommunikation können wir uns also einen Briefbogen vorstellen, in dem der Code aufgeschrieben wird. Und letztendlich, bleiben wir bei der Metapher, wird der Briefbogen in einen Briefumschlag hineingesteckt und wird zum Empfänger transportiert. Das heißt, wir müssen auch einen Fluss organisieren. Wie kommt denn der Container mit dem Code zum Empfänger? Ja, und der Empfänger öffnet den Briefumschlag, nimmt den Briefbogen heraus und dekodiert die Botschaft, die der Sender ausgesandt hat. Man könnte jetzt auch noch auf das Zeitverhalten der Kommunikation eingehen. Da unterscheiden wir in die synchrone Kommunikation und die asynchrone Kommunikation. Wichtig ist auch noch zu beachten die Örtlichkeit, die Lokalität der Kommunikation. Dann gibt es ortsgebundene Kommunikation und nicht ortsgebundene Kommunikation und auch die Direktionalität. Unidirektionale Kommunikation, das heißt also ein Sender spricht, die Empfänger sind passiv, hören zu, oder bidirektionale Kommunikation, das heißt also, das Sender-Empfänger-Verhältnis kann umgekehrt werden. Und aus allen diesen Bedingungen entsteht dann eine gute Kommunikation. Und wir wollen mit unserem Workflow-Modell
dazu beitragen, durch die Zurverfügungstellung, das Angebot einer allgemeinen Symbolik hinsichtlich der Kommunikation zwischen Hochschulverlagen und zwischen Dienstleistern, diese Kommunikation zu verbessern. Denn das Wissen und die Erfahrungen auf der einen Seite bei den Hochschulverlagen unterscheidet sich maßgeblich von dem der Kommunikationspartner, also vor allen Dingen der Dienstleister. Haben auf der einen Seite eher ein bibliothekarisches Wissen. Die Leute sind ja ausgebildet, um mit Büchern umzugehen, Bücher anzubieten, Bücher sozusagen an die Leser zu transportieren und diesen Vorgang zu verwalten, haben auf der anderen Seite ein eher technisches Wissen. Das heißt also, es gibt auch verschiedene Terminologien, verschiedene Sprachen und Kommunikation funktioniert nicht, wenn die Kommunikationspartner verschiedene Sprachen sprechen. Und dort wollen wir reingehen mit unserem Modell. Dort wollen wir vermitteln und machen ein Angebot auf einer symbolischen Ebene, diese Kommunikation zu unterstützen. Ganz kurz möchte ich erläutern, wie sozusagen das Denkmodell dahinter ist. Die meisten kennen das, das ist das sogenannte Blackbox-Modell. Das heißt also, wir sperren sozusagen Komplexität, die Komplexität der Vorgänge, über die wir sprechen wollen, in eine Box hinein und betrachten eigentlich nur, was konsumiert die Box, das nennen wir Input, und was produziert die Box. Und dieses Denkmodell, dieses Vereinfachungsmodell hilft uns, solche Kommunikation besser zu regeln und Workflow-Ketten sozusagen aufzubauen. Denn Sie sehen das in diesen kleinen Beispielen. Wir können sozusagen den Verlag als Blackbox betrachten und da wird ein Manuskript eingereicht und am Ende kommt ein Buch heraus. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Abstraktionsstufe. Auf die können wir uns, denke ich mal, auch relativ schnell einigen. Aber wir haben alles das, was in dem Verlag passiert, das haben wir versteckt. Auf dieser Ebene können wir natürlich kein Workflow-Modell entwickeln, sondern das heißt, wir müssen diese Box aufmachen, in den Verlag hineinschauen und dann auf der nächsten Abstraktionsstufe nachschauen, können wir die Prozesse, die Einzelprozesse erkennen. Und ich habe hier einen rausgesucht, zum Beispiel den Korrekturprozess. Und da ist es so, wir bekommen einen nicht korrigierten Text als Input und der Output, der erwartete Output eines solchen Prozesses soll der korrigierte Text sein. Und der korrigierte Text wiederum ist sozusagen Input für einen nächsten Prozess. Das kann nämlich der Satzprozess sein. Und so können wir sozusagen Prozesse identifizieren und die Aufgabe ist es eben, die Verlagsprozesse so zu identifizieren, dass sie sinnvolle Einheiten bilden und diese Prozesse können wir dann miteinander verketten. Und wir machen in unserem Modell halt das Angebot, solche Prozesse, solche Standardprozesse vordefiniert zu haben und wir werden das später sehen. Wir können dann diese Prozesse sozusagen im Gespräch, in der Diskussion aneinander ketten und dann sozusagen mit den Kompetenzen, also das heißt mit den bibliothekarischen Kompetenzen, mit den herstellerischen Kompetenzen, den für den entsprechenden Hochschulverlag sinnvollen Workflow zusammenstellen. Ich möchte Ihnen noch kurz ein Werkzeug vorstellen. Dieses Werkzeug ist das sogenannte Prozesskennblatt. Dieses Prozesskennblatt soll uns helfen, in der Findungsphase solche Prozesse zu identifizieren. Das heißt also, wenn wir also einen Prozess identifiziert haben, indem wir in der Diskussion geklärt haben, jawohl, den Korrekturprozess zum Beispiel, den gibt es in unserem Verlag, dann legen wir den als Prozess fest und können ihn beschreiben. Mit einer Kurzbeschreibung. Wir können festlegen, welche vorher vorgelagerten Prozesse ihn mit Input versorgen. Wir können festlegen, welche nachfolgenden Prozesse durch diesen Prozess mit Output versorgt werden. Und wir können sogar hingehen bis dahin, dass wir Zeitvorgaben, Kostensätze und so weiter hier auf diesem Blatt schon eintragen. Das heißt, dieses Blatt dient in der Findungsphase erst einmal als Wissensspeicher. Und deswegen kann man es eben ausdrucken und man kann ganz normal wirklich mit Paperwork, mit Stiftarbeit
die entsprechenden Informationen dort eintragen. Später wird man diese Prozesse als Prozesskennkarte wiederverwenden, einen Workflow etablieren. Und wenn dann der Workflow einmal sozusagen etabliert ist, dann wird dieses Prozesskennblatt eine ganz andere Aufgabe bekommen, nämlich eine Dokumentationsaufgabe. Das heißt also, wir werden Prozesse haben, die haben eine bestimmte Nummer, um sie zu identifizieren, aber die Prozessbeschreibung selbst, die wird in dem Workflow-Modell, was wir später aufstellen werden, gar nicht beteiligt sein. Aber wenn man dann sagen möchte, ja, was ist denn eigentlich der Inhalt von dem Prozess? Wie lange dauert der? Was kostet der? Dann kann man wiederum auf das Prozesskennblatt zurückgreifen, sodass das Prozesskennblatt dann wiederum ein Ergänzungsmaterial zu einem Workflow ist. Und der Workflow und die Prozesskennblätter werden dann sozusagen in einem iterativen Prozess immer weiterentwickelt. Sie dienen also dazu sozusagen auch als Hilfsmittel für die Kommunikation. Ich möchte jetzt noch auf einen wichtigen Begriff im Zusammenhang mit Workflow-Management und Workflow-Modellierung eingehen, und das sind die Rollen. Auch wenn wir uns eine hochautomatisierte Produktion denken, haben wir immer noch Menschen in der Produktion. Und diese Menschen spielen eine Rolle, entweder eine aktive, indem sie eine Wertschöpfung vornehmen, oder eine überwachende Rolle. Sie spielen also eine Rolle. Das ist ganz wichtig. Und wir müssen uns überlegen und definieren, was dieser Rollenbegriff eigentlich bedeutet. Das heißt also, zu jedem Prozess, den wir definieren, definieren wir eine Rolle, die eine oder sogar mehrere Rollen, die in diesem Zusammenhang betrachtet werden sollen. Eine Rolle kann man sich vorstellen wie eine Stellenbeschreibung. Das heißt also, wenn wir den menschlichen Faktor in die Planung oder in den Entwurf mit einbringen wollen, müssen wir sagen, welche Aufgaben soll diese Person in diesem Prozess, in diesem Prozessablauf dann auch wirklich umsetzen. Und die Rolle, und das ist ganz wichtig, ist nicht an eine Person gebunden. Das heißt also, wenn wir einen Prozess haben mit einer sehr großen Arbeitsaufgabe, können auch zwei oder drei oder vier Personen dieselbe Rolle in diesem Prozess spielen. Das heißt also, wenn wir im Workflow-Management Rollen planen, denken wir noch gar nicht an Kapazitäten, jedenfalls nicht vordergründig, und noch gar nicht an die Menschen, die dann später diese Rolle spielen werden, diese Aufgaben umsetzen werden. Da ist es erstmal wichtig, die Aufgabe zu definieren. Und das wäre sozusagen die Rolle. Das heißt also, für einen Prozess gibt es eine Rolle, und diese Rolle kann dann später in Stellen umgewandelt werden. Stelle ist eher so der betriebswirtschaftliche Begriff, mit dem wir umgehen können. Wir schreiben also eine Stelle aus und besetzen die Stelle. Und letztendlich ist eine Stelle dann immer eine Kombination von mehreren Rollen. Ganz selten, das kann allerdings auch vorkommen, entspricht eine Stelle einer Rolle. Das heißt also, die Person, die diese Stelle dann ausfüllt, spielt genau eine Rolle in einem Prozess. Es kann aber auch sein, dass eine Person in ihrer Stellenausschreibung zwei Rollen spielt, Setzer und Korrektor zum Beispiel. Ja, und das ist also ganz wichtig, zwischen dieser betriebswirtschaftlichen Stelle und der Rolle in der Workflow-Definition, der Workflow-Modellierung zu unterscheiden. Das ist also eine Denkaufgabe. Und wir haben in unserem Workflow-Modell, in unserem Angebot für unser Workflow-Modell schon solche Rollen angeboten. Das heißt also, man kann einerseits natürlich aus seiner eigenen betrieblichen Organisation diese Rollenmodelle ableiten, indem man die aktuellen Prozesse analysiert. Man kann aber auch sozusagen abstrakt hingehen und solche Rollenvorschläge, die wir in unserem Workflow-Modell machen, anwenden. Und wir werden nachfolgend dann diese Rollenvorschläge für einen Open Access Hochschulverlag, die sich natürlich sehr stark mit den normalen Verlagsrollen decken, aber durchaus teilweise unterschiedlich sind, auch verwenden. Sie können über unsere Rollen gerne auch in unserer Monographie nachlesen.
und ich möchte Ihnen nun den viel angekündigten Open Access Publikationsworkflow für akademische Bücher vorstellen. Das, was Sie jetzt nun hier sehen, ist in aller Einfachheit das finale Publikationsworkflow-Modell. Und in den kommenden Minuten möchte ich Ihnen erläutern, wie sich dieser im Detail zusammensetzt. Wie Sie vielleicht schon erkannt haben, betrachten wir das Workflow-Modell auf verschiedenen Abstraktionsebenen. Die höchste Abstraktionsebene dabei ist die Ebene der Megaprozesse. Diese haben wir im Workflow-Modell auch nochmal farblich unterschiedlich gekennzeichnet. Wir haben drei grundlegende Megaprozesse. In Orange, das sind die inhaltsorientierten Prozesse. Darauf folgend in Grau die produktionsorientierten Prozesse und im Workflow-Modell darüber liegend in Grün die managementorientierten Prozesse. Innerhalb dieser Megaprozesse verbergen sich die Prozessgruppen als zweite Abstraktionsebene. Wir haben insgesamt 17 Prozessgruppen im Workflow-Modell, die letztendlich alle einzelnen Prozesse umfassen, die nach inhaltlichen Gesichtspunkten zusammengehören. Was in dem Zusammenhang noch wichtig ist zu erwähnen, ist die Freiheit des Workflow-Modells. Das heißt, durch Anpassen bzw. Weglassen bestimmter Prozesse ist es uns möglich, das Modell auf unterschiedliche Rahmenbedingungen der Publikationen und auch auf die unterschiedlichen Infrastrukturen der Verlage anzupassen. Dieser Ansatz ist vergleichbar mit einem Baukastenmodell, aus dem wir uns für die jeweiligen Rahmenbedingungen des Publikationsvorhabens ganz gezielt und individuell alle notwendigen Prozesse heraussuchen können. Anhand der verschiedenen Abstraktionsebenen wurde eine Nomenklatur für die einzelnen Prozesse entwickelt. Diese Nomenklatur orientiert sich nachfolgend an den jeweiligen Megaprozessen, Prozessgruppen und an einer fortlaufenden Nummerierung der einzelnen Prozesse innerhalb der Prozessgruppe. Durch diese Nomenklatur bietet sich die Möglichkeit, sich in dem Publikationsworkflow-Modell und der Vielzahl an unterschiedlichen Prozessen zu orientieren. Ich werde nun gleich die einzelnen Prozessgruppen ein wenig im Detail vorstellen. Vorher möchte ich an dieser Stelle noch auf einige Besonderheiten, insbesondere der managementorientierten Prozesse, zu sprechen kommen. Und zwar gehen wir im Workflow-Modell davon aus, dass die inhaltsorientierten und die produktionsorientierten Prozesse eine Sequenz bilden. Das heißt, zwischen diesen einzelnen Prozessen haben wir eine gewisse Stringenz. Im Gegensatz dazu stehen die managementorientierten Prozesse über dem gesamten Prozessablauf. Das heißt, diese Prozesse können zu jeder Zeit gestartet werden. Sie können parallel zu den inhalts- und produktionsorientierten Prozessen laufen oder sogar durch diese hindurchgreifen. Was in diesem Gesamtmodell nicht abgebildet ist, aber Bestandteil der vereinfachten Visualisierung ist, sind die sogenannten Nullprozesse. Die Nullprozesse grenzen sich von den idealtypischen Prozessen insofern ab, dass sie nicht zur Wertschöpfung des Werkes beitragen. Es sind also initiierende, strategische Prozesse, die äußerst selten wiederholt werden müssen und eigentlich schon bei der Gründung eines Verlages mit beachtet werden müssen. In unserer Monographie zum Publikationsworkflow haben wir typische Nullprozesse aufgelistet, wie zum Beispiel die Beschaffung von Software, den Kauf eines ISBN-Stamms oder die Beantragung von Mitgliedschaften bei Buchhändlern und Distributoren. Nun schließlich folgt die detaillierte Vorstellung der einzelnen Prozessgruppen. Ich werde dabei chronologisch mit den inhaltsorientierten Prozessen beginnen. In der Regel startet der Publikationsprozess mit der Prozessgruppe Konzept auswählen. Diese Prozesse beschreiben alle notwendigen Verlagsaktivitäten für die Inhaltsbeschaffung. Wir haben an dieser Stelle zwei unterschiedliche Herangehensweisen definiert. Entweder bietet der Verlag dem Autor konkrete Kontaktmöglichkeiten an, bei denen er sein Manuskript einreichen kann. Das haben wir im Modell als passiv beschrieben. Oder aber der Verlag sucht aktiv nach Content-Urhebern, also Autoren, um passende Inhalte für sein jeweiliges Verlagsprogramm zu finden. Als nächstes folgen die Prozesse der Gruppe Content-Vereinnahmen. Hier geht es speziell darum, ob der Content, also der Inhalt eines Werkes, vereinnahmt werden kann, also ob er geeignet ist für den weiteren Publikationsverlauf. Hier möchte ich besonders den Prozess ICV 110 Content prüfen hervorheben.
Denn hier ist ein weiterer wichtiger Punkt, dass wir bei einigen Prozessen empfehlen, sogenannte Qualitätsrichtlinien zu formulieren. Und in diesem Fall zu sagen, wie und auf welche Kriterien wir den Content prüfen. Die darauffolgende Prozessgruppe Inhaltliche Qualität des Contents evaluieren hat ebenfalls einen hohen Stellenwert. Denn hier geht es darum, die Publikationsfähigkeit eines Werkes in Hinblick auf den fachlichen Inhalt einzuschätzen und bei unzugänglicher Qualität den Publikationsworkflow an dieser Stelle auch abzubrechen. Hier haben wir identifiziert, dass der Prozessablauf der Qualitätssicherung für gewisse Publikationsarten unterschiedlich gehandhabt werden muss. Wir unterscheiden hier grundsätzlich zwischen Graduierungs- und Forschungsarbeiten. In Hinblick auf das Peer-Review-Verfahren, also der fachlichen Begutachtung des Inhalts durch unabhängige Gutachter, wurde bei Graduierungsarbeiten bereits eine inhaltliche Begutachtung der jeweiligen Hochschule bzw. Universität vorgenommen. Anders ist es bei Forschungsarbeiten, bei denen eine fachliche Begutachtung für die Sicherstellung wissenschaftlicher Qualität noch erfolgen muss. Beide Szenarien erfordern daher auch unterschiedliche Prozessabläufe. Die letzte Prozessgruppe Content abnehmen zielt darauf ab, dass wir am Ende der inhaltsorientierten Prozesse ein inhaltlich finales und qualitätsgesichertes Manuskript vorliegen haben. Es soll also festgestellt werden, ob ein Manuskript an dieser Stelle angenommen werden kann, ob es noch einmal zur Überarbeitung an den Content-Urheber zurückgehen sollte oder ob vielleicht die Entscheidung getroffen werden muss, das Manuskript an der Stelle abzulehnen. Diese Schritte, damit wir am Ende ein inhaltlich finales Manuskript vorliegen haben, sind deshalb so wichtig, weil wir spätere inhaltliche Änderungen vom Content-Urheber, sogenannte Autorenkorrekturen, vermeiden wollen. Denn diese sind insbesondere in den produktionsorientierten Prozessen erhebliche Zeit- und Kostenverursacher. Als nächstes möchte ich Ihnen nun die produktionsorientierten Prozessgruppen vorstellen. Wir befinden uns im Workflow-Modell nun im unteren rechten Bereich der grauen Prozessgruppen. Diese Gruppen befassen sich mit der Transformation des Contents in die digitalen und gedruckten Ausgabeformate. Ausgangslage für diese Prozesse sind zum einen, dass wir den vollständig vorliegenden und inhaltlichen finalen Content vorliegen haben und zum anderen, dass ein Publikationsvertrag mit dem Autor geschlossen wurde. Die erste Prozessgruppe in diesem Bereich ist die Gruppe Content aufbereiten. Darin abgebildet sind die typischen Copy-Editing-Prozesse, wobei wir ein Sprach- und Fachlektorat als optional ansehen, wiederum ein technisches Copy-Editing als notwendig erachten. Und zwar aus dem Grund, weil wir natürlich mit einem technisch sauberen Manuskript eine effektivere Produktion im Publikationsprozess gewährleisten können. Die nächste Prozessgruppe, Cover und Umschlag erstellen, ist relativ selbsterklärend. Diese Gruppe bündelt die Prozesse für die Erstellung des Covers für die elektronischen Ausgabeformate sowie eines Umschlags für die gedruckten Ausgabeformate des Werkes. Als nächstes haben wir die Prozessgruppe Content in Produkt umsetzen. Das ist quasi das Herzstück der produktionsorientierten Prozesse. Und diese Prozesse können im klassischen Sinne auch als Satzprozesse bezeichnet werden. Der Fokus bei der Modellierung dieser Prozessabläufe lag hierbei auf der Abbildung eines XML-First-Workflows auf Grundlage des Single-Source-Prinzips. Allerdings haben wir aufgrund unseres Anspruchs auf Allgemeingültigkeit des Modells die Prozesse so beschrieben, damit neben dem XML-First-Workflow auch andere Produktionsworkflows abgebildet werden können. Wichtig an dieser Stelle noch zu erwähnen ist, dass die Prozesse dieser Prozessgruppe sehr hohe technische Anforderungen an die auszuführenden Rollen stellen. Das heißt, an dieser Stelle muss der Verlag die Entscheidung treffen, ob Kompetenzen und Ressourcen vorhanden sind, um diese Prozesse selber durchzuführen oder ein Dienstleister mit der Durchführung beauftragt werden muss. Weiterhin ist im Modell die Gruppe gedrucktes Produkt produzieren abgebildet. Und entsprechend der Benennung umfasst diese Gruppe alle Prozesse für die Herstellung der Printformate. Gleichstehend zu dieser Prozessgruppe gibt es die Gruppe elektronisches Produkt veröffentlichen. Darin enthalten sind Prozesse,
die für die Veröffentlichung bzw. für den Vertrieb der elektronischen Formate zuständig sind. Der Abschluss der produktionsorientierten Prozesse bildet die Gruppe Produktform sichern. Und diese Prozesse beschreiben alle notwendigen Verlagsaktivitäten, um die Publikation systematisch intern, aber auch unabhängig vom Verlag Langzeit zu archivieren. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die managementorientierten Prozesse. Hier gibt es, wie gesagt, keine Stringenz zwischen den einzelnen Prozessen. Deshalb beginne ich mit der Prozessgruppe Operatives Marketing durchführen. Hier sind demnach Prozesse beschrieben, die genau das machen sollen, nämlich die Publikation bewerben. In welcher Art und Weise das geschieht, ist jeder Institution, in jedem Verlag selber überlassen und ist sicherlich auch abhängig von den strukturellen und finanziellen Rahmenbedingungen. Ein wichtiger Meilenstein, der relativ früh im Publikationsprozess erreicht werden sollte, sind die Prozesse der Gruppe Publikationsvertrag erstellen. Diese umfassen quasi alle rechtlichen Grundlagen für die Publikation. Die Prozesse der Gruppe Produktion vorbereiten umfassen Aktivitäten, um alle Kosten der Publikation zu klären, das Publikationsprojekt zu kalkulieren und letztlich auch einen Ladenpreis für die gedruckten Ausgabeformate zu erstellen. Ganz wichtige Prozesse, gerade wenn wir von Publikationen sprechen, die im Open Access erscheinen sollen, sind die Prozesse der Prozessgruppe Metadatenmanagement durchführen. Denn hier geht es letztendlich darum, alle wichtigen und notwendigen Metadaten zu einem Buch zu erfassen, diese zu verwalten und diese zu distribuieren. Wir empfehlen an dieser Stelle, diese Prozesse möglichst frühzeitig auszuführen, da Metadaten ja nachweislich die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit von Open Access Publikationen erhöhen können. Die Prozesse der Gruppe Projektverlauf sichern sind klassische Projektmanagementprozesse, die eben nicht zur Wertschöpfung des Werkes beitragen, sondern nur einen effizienten Ablauf des Publikationsworkflows sichern. Diese entsprechen letztendlich Reporting-Prozessen jeder Branche und sollten kontinuierlich ausgeführt werden. Die Prozesse der Gruppe Produktion nachbereiten dienen der Nachbereitung des Publikationsprojektes und können logischerweise erst im Anschluss der produktionsorientierten Prozesse ausgeführt werden. Das Gleiche gilt für die Prozesse der Gruppe Bestellungen bedienen. Denn hier geht es schließlich darum, dass das auf dem Markt erschienene gedruckte Werk lieferbar gehalten wird. Und diese Prozesse sind dann auch im Laufe des gesamten Produktlebenszyklus aktiv. Das in aller Kürze zu den wesentlichen Prozessabläufen, die wir im Workflow-Modell definiert haben. An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf die bereits erschienene Monographie hinweisen, in der Sie nochmal ganz genau für jeden einzelnen Prozess die Abläufe nachvollziehen können. Und des Weiteren beinhaltet die Monographie einige Publikationsbeispiele, bei denen wir verschiedene Workflow-Varianten getestet haben und vor allen Dingen reale Kosten und Zeitaufwände dokumentiert haben. Also schauen Sie da gerne mal rein. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt erläutern, wie unser Workflow-Modell für einen Open Access Publikationsworkflow für akademische Bücher in der Praxis, in der Beratung eingesetzt werden kann. Wir haben hier in der Monographie alle Prozesse beschrieben, alle idealtypischen Prozesse, von denen wir der Meinung sind, dass sie in einem Open Access Publikationsworkflow für akademische Bücher Anwendung finden. Das heißt also, man kann hier die entsprechenden Prozesse nachschlagen. Und ich möchte gerne mit Ihnen anhand eines kleinen Beispieles jetzt die Anwendung demonstrieren. Wir beginnen relativ spät schon in dem Publikationsworkflow, nämlich mit dem Prozess gewünschte Ausgabeformate generieren. Das heißt also, wir sind jetzt hier in der Produktion PCIP, Prozess Nummer 130. Wir können hier in unserer Monographie den Zusammenhang oder diesen Prozessabschnitt mit seinen Nachfolge- und Vorgängerprozessen anschauen. Das heißt also, dieser Prozess kann an der Input-Seite versorgt werden, vielleicht mit den Ergebnissen vom Prozess CIP 120. Der sichert quasi die Qualität
der Produktionsformate, beziehungsweise wir haben im Prozess CIP 150 einen Korrekturprozess. Das heißt also, wir haben hier schon in einem vorhergehenden Workflow Korrekturen durchgeführt, sodass wir hier einen qualitätsgesicherten Satz bekommen. Und aus diesen qualitätsgesicherten Daten und aus den qualitätsgesicherten Produktionsformaten können wir jetzt die gewünschten Ausgabeformate generieren. Gewünschte Ausgabeformate generieren heißt jetzt erst einmal eine Druckvorlage herstellen, aber hier drin ist eben auch beschrieben, dass wir mehrkanalig arbeiten. Das heißt also auch Ausgabeformate wie EPUB, Mobi oder ähnliches können jetzt hier in diesem Prozess generiert werden. Wenn wir in diesen Prozess mal reinschauen, sehen wir auch die Rollen, die an diesem Prozess beteiligt sind, nämlich der Content-Umsetzer, der Content-Prüfer und der Content-Urheber. Hier in diesem Swimlane-Diagramm, wir sehen, dass der Content-Umsetzer als Rolle jetzt die Aufgaben dieses Prozesses durchführt, nämlich die entsprechenden Ausgabeformate zu generieren. Und je nach Workflow versendet er die entweder an den Content-Prüfer oder an den Content-Urheber, das heißt also, wenn die Freigabe durch den Autor erfolgt, oder auch an beide. Das heißt also, wir haben jetzt hier die Prozessschnittstellen für diesen Prozess. Hier wird der Content erstellt. Und zur Prüfung an den Content-Prüfer, der in der Rolle differieren sollte vom Content-Umsetzer, weil die Qualitätssicherung nicht durch diejenige Person durchgeführt werden sollte, die den Content auch erstellt hat. Und oder gleichzeitig zum Content-Prüfer gesendet werden. So, das heißt also, das sind erstmal die Informationen, die wir hier aus der Monographie haben. Nun wird sich im Beratungsprozess ein kleines bisschen schwierig darstellen, dass man jetzt hier dieses Buch nimmt und die Seiten durchblättert, weil es relativ schwierig ist, dann die Beziehungen im Kopf zu behalten. Wir sehen ja hier immer nur einen ganz, ganz kleinen Prozessausschnitt. Na, und im Prinzip sehen wir jetzt hier die nachfolgenden Prozesse, das heißt also gewünschte Ausgabeformate virtuell prüfen. Das wäre also quasi der nächste Prozess, in dem wir Ausgabeformate an den Contentprüfer gesendet haben und oder die Freigabe durch den Urheber einholen. Na, dazu senden wir hier die entsprechenden Ausgabeformate an den Urheber, der dann aufgrund dieser Ausgabeformate die Freigabe erteilt oder, das werden wir gleich sehen, gegebenenfalls noch Korrekturwünsche hat, die dann wieder sozusagen weiter vorne eingeschleust werden müssen, sodass wir dann noch einmal mit zum Beispiel korrigierten Daten hier an diesem Prozess vorbeikommen. Ja, das heißt also, alle Prozessbeschreibungen haben wir hier in dieser Monographie. Und ich würde dann gerne Ihnen zeigen, wie man jetzt im Beratungsprozess ein solches Workflow-Modell in der gegenseitigen Absprache zwischen Dienstleister und dem Hochschulverlag dann anwenden kann. Ich lege dazu das Buch zur Seite. Schlimmstenfalls können wir dort auch wieder hineinschauen. Wir haben jetzt hier diese Prozesse als sogenannte Prozesskennkarten ausgearbeitet. Das heißt, wir können jetzt hier entweder an einem Flipchart, an einer Magnettafel oder auch auf einem größeren Tisch. Es eignet sich oder es empfiehlt sich immer, einen größeren Tisch zu verwenden, weil wir diese Workflow-Modelle oder weil diese Workflow-Modelle relativ schnell ziemlich umfänglich werden. Dafür haben wir jetzt diese Prozesskennkarten hergestellt. Diese Prozesskennkarten entsprechen in einem kleineren Format den Angaben, die wir auch in der Monographie haben. Also ich habe jetzt hier wieder den gerade besprochenen Prozess in der Produktion CIP 130 gewünschte Ausgabeformate generieren. Wie wir gerade gesehen haben, kann es vorgelagerte Prozesse geben, nämlich den Prozess 120, der ein qualitätsgesichertes Produktionsformat herstellt, also zum Beispiel Vorlagen, und den Prozess 150, die entsprechenden qualitätsgesicherten Daten liefert.
Wir können jetzt also in der Beratung hier diesen Prozess der Ausgabeformatsgenerierung anschauen. So, das heißt also, wir haben jetzt hier wieder eine Blackbox mit den entsprechenden Inputs und den gewünschten Outputs, nämlich der Publikation von gewünschten Ausgabeformaten einmal zur Qualitätsprüfung und einmal zur Freigabe durch den Kunden. Die Prozesse im Modell sind Vorschläge. Ne? Und wir haben gerade gesehen, wir liefern auch eine Erklärung, eine ziemlich abstrakte Erklärung für den sogenannten idealtypischen Prozess mit. Wir haben natürlich in jedem Unternehmen spezifische Bedingungen. Das heißt also, wir können im Beratungsprozess auf dieser Prozesskennplatte hier in diesem Feld die Spezifika des entsprechenden Unternehmens oder der entsprechenden Hochschulbibliothek oder des entsprechenden Hochschulverlages notieren. Das macht man einfach mit Bleistift oder mit Kugelschreiber. Hier geht es erstmal darum, die Dinge, die man jetzt im Dialog zwischen Dienstleister und Kunden oder zwischen Berater und Kunden aufwirft, dass man die nicht vergisst. Die kann man jetzt einfach erstmal ziemlich formlos hier reinschreiben. Wie gesagt, man kann auch durchaus den Prozessnamen ändern, wenn sozusagen der Inhalt des Prozesses natürlich auch in dem entsprechenden Unternehmen da ist, aber dort ein anderes Naming stattfindet, dann muss man natürlich oder dann kann man natürlich auch die betriebsinternen Namen verwenden. Ja, wenn es möglich ist, kann man auch Normzeiten hier schon notieren, wenn diese im Unternehmen vorhanden sind und auch die Kosten, die ein solcher Prozess aufwirft. Das sind also optionale Felder, wenn man also quasi dann am Ende auch kalkulieren möchte über die Prozesskette, dann ist es notwendig, dass man Kosten und Zeiten hier eingetragen hat. Das wird aber in den ersten Prozessentwürfen in der Regel nicht notwendig sein, sondern da geht es erstmal darum, letztendlich die entsprechenden Prozessabschnitte zu beschreiben. Wir haben jetzt also den Prozess gewünschte Ausgabeformate generieren beschrieben und wollen uns jetzt seine Stellung im Workflow anschauen. In der Dokumentation hatten wir schon gesehen, dass es zwei vorgelagerte Prozesse geben kann, nämlich einmal das Produktionsformat zu sichern und auf der anderen Seite die Daten zu sichern. Letztendlich könnte man jetzt hingehen und könnte die entsprechende Prozesskernkarte nehmen und könnte jetzt hier die Prozessschnittstelle schließen. Das heißt also hier Qualitätssicherung des Produktionsformates als Ausgangspunkt oder als Bedingung, dass dieser Prozess starten kann, dass wir also sozusagen die entsprechenden Produktionsformate, sei es also PDF als Druckvorlage oder EPUB oder MOBI als elektronische Formate, dann quasi in ihrer qualitätsgesicherten Form vorliegen haben. Auf der anderen Seite können wir auch das Manuskript sichern. Das heißt also, letztendlich haben wir einen Qualitätssicherungsworkflow, in dem erst die Korrekturen erstellt wurden, also Korrekturprozess und die Korrekturen durchgeführt sind. Und letztendlich könnten wir jetzt hier auch diese Schnittstelle schließen. Ich mache das mal provisorisch, indem ich die Karte oben drauf lege. Das heißt also, jetzt hätten wir ein logisches Und. Das heißt also, es muss sowohl das Produktionsformat als auch die Produktionsdaten gesichert werden. Das kann man so auflegen oder man kann es, wenn man zum Beispiel am Flipchart arbeitet, hier mit kleinen Bändern sozusagen markieren, dass hier die beiden Produktionsschnittstellen geschlossen worden sind. Wir wollen uns aber mal die Output-Seite anschauen und wir hatten in der Dokumentation gesehen, dass es zwei Ausgänge gibt, nämlich einmal die Qualitätssicherung der Ausgabeformate, die wir hier erstellt haben durch den Content-Prüfer und dann gegebenenfalls auch durch den Content-Ersteller, das heißt durch den Autor. Auch hier kann man sagen, entweder wir haben ein logisches Oder. Das heißt also, wir lassen die Qualitätssicherung durch den Content-Prüfer durchführen oder durch den Content-Ersteller oder auch durch beide. Das heißt also, der nachfolgende Prozess, wenn wir die Qualitätssicherung intern durchführen, wäre dann jetzt hier
ja, gewünschte Ausgabeformate virtuell prüfen. Das heißt also, wir hätten jetzt hier die nächste Prozesskennkarte und hätten jetzt hier die nächste Prozessschnittstelle geschlossen. Im Unterschied zu dieser Prozesskennkarte haben wir hier noch ein paar Symbole. Das sind sozusagen Richtlinien. Wenn wir also eine Qualitätssicherung vornehmen, für jede Qualitätssicherung, für jeden Qualitätssicherungsprozess, gibt es bestimmte Richtlinien, die hier angezogen werden müssen. Welche Richtlinien das sind, kann man einerseits aus der Dokumentation ablesen. Wir können uns jetzt vorstellen, dass der Hochschulverlag zum Beispiel, über den hier diskutiert wird, auch barrierefreie Dokumente anbietet für Blinde und Sehgeschädigte. Das heißt also, wenn wir dort diese Formate erstellen wollen, gibt es Richtlinien, die eingehalten werden müssen, um barrierefreie Dokumente erstellen zu können. Und diese Richtlinien müssen dann angezogen werden. Im Beratungsprozess sollen diese beiden Symbole sozusagen den Hinweis geben, über diese Richtlinien zu sprechen. Gibt es da unternehmensinterne Richtlinien? Gibt es standardisierte Richtlinien, die hier für diesen Prozess sozusagen angezogen werden müssen? Ja, wie bei jedem Prozess, der mit der Qualitätssicherung verbunden ist, gibt es zwei Ausgänge, nämlich, das ist hier der gewünschte Ausgang, es sind keine Korrekturen notwendig, das heißt also, wir können hier mit dem nächsten Prozess fortsetzen, oder aber wir haben einen Korrekturprozess, das heißt also, hier sind entsprechende Richtlinien, Mängel aufgetreten, die behoben werden müssen, das heißt also, in dem Falle müssten wir jetzt hier diese entsprechenden Richtlinien oder diese entsprechenden Korrekturen durchführen. Das heißt, wir würden jetzt hier wiederum einen Korrekturprozess anschließen. Das heißt also hier, der Content-Prüfer hat Korrekturen an dem Ausgabeformat vorgenommen. Das heißt also, diese Korrekturen müssen ausgeführt werden. Das ist wieder der Prozess 150, den wir hier schon kennengelernt haben. Und jetzt haben wir im Prinzip eine Schleife. Das heißt also, in dem Moment, wo wir sozusagen diese Korrekturen durchgeführt haben, können wir entweder hier wieder in den Prozess Ausgabeformate generieren reingehen, denn wir haben jetzt hier die Schnittstelle sozusagen überarbeitetes Produktionsformat. Das heißt also, wir gehen jetzt hier wieder in diese Schnittstelle hinein, durchlaufen den Prozess wiederum, bis wir hier unten rauskommen, dass keine Korrekturen mehr notwendig sind und können dann dort mit dem nächsten Prozess fortsetzen. So, und dieser nächste Prozess wäre dann Freigabe vom Content-Urheber einholen, zum Beispiel. Das heißt also, so wie wir das in der Dokumentation gesehen haben, würden wir dann die entsprechende Freigabe einholen. Das heißt also, wir haben jetzt hier keine Korrekturen mehr. Es sind keine Korrekturen mehr notwendig, deswegen können wir jetzt hier in den Freigabeprozess eintreten. Wir hätten jetzt auch, wie wir das gerade auch gezeigt haben, hier die Korrekturen, wenn die also quasi umgesetzt sind, hier unten überarbeitetes Produktionsformat, auch dafür haben wir eine Schnittstelle. Ich rück das mal ein kleines bisschen zur Seite, sodass wir dann jetzt hier im Prinzip auch mit der Content-Freigabe weitermachen könnten. Sie sehen also, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, hier solche Prozesse oder solche Abläufe dann auch zu generieren. Wir machen mal sozusagen hier mit der Prozessschnittstelle weiter. Das heißt also, wir könnten jetzt hier die Freigabe einholen, Freigabeprozess, und könnten dann mit verschiedenen anderen Prozessen sozusagen fortsetzen. Das könnte dann zum Beispiel sein, oder der Output könnte sein, Freigabe ist erteilt. Das heißt also, wir können dann mit einem nachfolgenden Prozess fortsetzen, der dann zum Beispiel heißen könnte Kaffererstellung oder Druckfreigabe. Es kann natürlich auch hier bei der Freigabe durch den Autor, durch den Content-Ersteller, nochmal Korrekturen auftreten. Dann würden wir wieder in den Prozess 150 eintreten, in den Korrekturprozess, und dann wieder hier sozusagen an dieser Stelle, hier ist die Prozessschnittstelle vom Prozess 150, wieder hier reingehen in den Prozess, wieder hier durchgehen bis zur Autorenfreigabe,
bis wir diesen Ausgang nicht mehr benutzen, sondern entweder hier rausgehen, indem wir zum Beispiel über die Cover diskutieren, oder hier unten rausgehen, indem wir eine Druckfreigabe erteilen. Das sind also, oder das ist jetzt in einer kurzen Zusammenfassung mal gezeigt, wie diese Prozesskennkarten im Beratungsprozess verwendet werden können. Nun ist es so, dass wir diese in dem Workflow-Modell einen Vorschlag für die idealtypischen Prozesse in einem Open Access Workflow in einem Hochschulverlag sozusagen vorschlagen. Es gibt natürlich in jedem Unternehmen, so auch in Hochschulverlagen, unternehmensspezifische Prozesse, die wir jetzt in unserem Workflow-Modell gar nicht vorgesehen haben. Dafür gibt es hier solche Blanko-Cards, die wir im Beratungsprozess verwenden können. Und wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, nach dem virtuellen Prüfen gibt es bei uns in unserem Hochschulverlag noch einen Prozess, den wir auch gar nicht in diesen entsprechenden Dokumenten finden, in dem Modell finden, dann kann man diesen Prozess mit dieser Blanko-Card hier anlegen und kann dann hier eine Prozessnummer vergeben, einen Prozessnamen vergeben, eine Prozessbeschreibung einfügen, und man kann dann die entsprechenden Schnittstellen definieren, um dann zum Beispiel mit einem Standardprozess fortzusetzen. Ja, meine Damen und Herren, das ist sozusagen ein Kurzdurchlauf, wie diese Prozesskennkarten für die idealtypischen Prozesse aus unserem Prozessmodell im Beratungsprozess verwendet werden können. Wenn Sie also Interesse an einer solchen Beratung haben, sprechen Sie uns gern an, und wir würden gern mit Ihnen gemeinsam Ihre Prozesse analysieren und das Prozessmodell Ihres Hochschulverlages aufstellen. Nun sind wir am Ende unseres Webinars angelangt. Die heute vorgestellten Inhalte können Sie alle in der Monographie Open Access Publikationsworkflow für akademische Bücher, ein Handbuch für Hochschulen und Universitäten, nachlesen, welches in digitaler Form als Open Access und als gedrucktes Buch zur Verfügung steht. Wie zu Beginn des Webinars angekündigt, stellen wir Ihnen nun im Chat ein Dokument mit häufig gestellten Fragen zur Verfügung. Sind dennoch Fragen offen geblieben, gibt es in den nächsten 10 Minuten Raum, diese zu stellen, und wir werden diese live beantworten. Für Fragen im Nachgang können Sie sich jederzeit sehr gern an das Forschungsteam wenden. Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieses Webinars und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.